von zergliederten, bis zu 400 Meter hohen Bergrücken umgeben, auf deren Südhängen früher Wein angebaut wurde, liegt im mittleren Nahtal die 650-jährige Stadt Sobernheim. Der historische Ortskern wird überragt von der evangelischen Matthias-Pfarrkirche. Vom Wohlstand ehemals ansässiger Adelsfamilien zeugt das Haus zum kleinen Erker. In dem ländlich geprägten Ort, wo sich neuerdings auch Wirtschaftsunternehmen angesiedelt haben, gab es außerdem schon immer zahlreiche Handwerksbetriebe. Jenseits der weiten Talaue ist der Wald bis an den Fluss herangewachsen. Hier mündet in schmalem Einschnitt das Nachtigallental. Im rückwärtigen Gelände liegt das Rheinland-Pfälzische Freilichtmuseum, dessen Aufgabe es ist, historische Zeugnisse ländlicher Bauweise zu sichern, in Dorfeinheiten darzustellen und so für die Nachwelt zu erhalten. In Berglage am Hang entsteht das Hunsrück-Nahe-Dorf mit dem Tanzhaus aus Winterburg, dem Rathaus aus Hasselbach und einem Anwesen aus Wallhausen. Dieses quergeteilte Einhaus aus dem letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts stand früher in Bickenbach auf dem Vorderhunsrück. Im Museum wird es mit der Schieferbekleidung an den beiden Wetterseiten originalgetreu wiederhergerichtet. In den Höhenlagen der Mittelgebirge wurden die Fachwerkwände zum Schutz gegen den Schlagregen häufig mit Schiefer bedeckt. Dies gilt vor allem für den Hunsrück, wo es zahlreiche Schiefergruben oder Laien gab. Hier handelt es sich um den nordwestlichen Giebel und die nach Südwesten gelegene Fassade, die der rauen Witterung besonders stark ausgesetzt waren. Der Laiendecker, der über die Technik der Dacheindeckung und der Schieferverkleidung gleichermaßen verfügt, hat auf der Längsseite sein Gerüst aufgeschlagen. Auf der Scheunentenne sind die aus der Schiefergrube roh behauen gelieferten Steine bereitgelegt. Bei fortschreitender Arbeit werden sie in Stößen auf den Werkplatz vor dem Haus gebracht. Hier befindet sich ein tischartiges Gestell zum Sortieren und Vorzeichnen der Platten. Für die verschiedenen Sorten gibt es Muster, nach denen die Schablonenformen mit dem Nagel aufgerissen werden. An Zierschiefer werden hier gerundete, spitze und sogenannte Kreuzplatten gebraucht. Reich mal eine Platte rüber. Die gewöhnlichen Decksteine müssen nach Größen geordnet werden. Bei dieser Arbeit prüft der Helfer jeden einzelnen Stein an einer Messlatte. Die Schmuckschablonen werden vom Meister nach den vorgezeichneten Linien behauen. Hier eine Kreuzplatte, deren Spitze an beiden Rändern ausgebrochen ist. Als Unterlage dient die Haubrück. Sie ist in einem vierbeinigen Holzbock eingeschlagen, der auch zum Sitzen Platz bietet. Das Gerät gehört zur üblichen Ausrüstung der Schieferdecker. Der schwere eichene Haubock mit seitlich aufgenagelten Stempeln wurde im Dachdeckerbetrieb angefertigt. Neben der eisernen Brücke liegt ein Stoß vorgezeichneter Platten bereit. Der Rand, der abgeschlagen werden soll, wird über die äußere Kante des schmalen, leicht gebogenen Haueisens gelegt. Dicht daneben führt der Meister seinen Laiehammer mit sicheren Schlägen von hinten nach vorn. Auf diese Weise ist es möglich, jede Form, hier eine Spitzschablone, akkurat zuzurichten.
Zum Schluss werden mit der Hammerspitze die Nagellöcher angebracht. Das Behauen der Schieferplatten geschieht mit der inneren, scharfkantigen Seite, der leichtwinkligen Spitze des Leierhammers. Wenn am Linienriss nur ein geringer Überstand bleibt, kann er in einem Zug entfernt werden. Dabei kommt es auf den sicheren Hieb an. Die Abfälle wurden früher zum Ausbessern der Wege und beim Errichten von Bruchsteinmauern verwendet. Die fertigen Schieferplatten werden nach Schablonen sortiert zurechtgelegt. Eckart, bringen wir noch ein paar von der spitz gezeichnete. Ja, hier. Was hier brauchst du dann? Ich brauch noch zwei Spitze. Und noch eine Runde. Nee, Runde brauchst du. 45 Stück gern mal von der Runde. Ich hab ungefähr 5 Reihe. Egal, trag dir mal ein paar Rundblätche und nimm ein paar Spitze mit. So. Trag dir den Wolfgang mal mit. Wolfgang, brauchst du auch noch von der Spitzschablone nicht mal mit Zacke? Ja, ich bin noch 4 Stück hoch. 4 Stück? Ja, 4 Stück. Du drehst mal noch 4 mit von der gesamten Spitze. Also. Hast du von der Rundfläche genug? So wie die Steine beim Anlegen der Wandbekleidung gebraucht werden, müssen sie auf das Gerüst geschafft werden. Um den Schiefer aufnageln zu können, hat man auf die Fachwerkwand eine Bretterverschalung angebracht. Hier wird das Feld zwischen dem Eckständer und dem äußeren Fenster beschiefert. Dazu verwendet man Kreuzplatten mit gezackten Spitzen, die stets nach unten weisen. Beim Befestigen der Schieferplatten treibt der Laiendecker 2 breitköpfige Dachdeckernägel durch die vorbereiteten Löcher in das Holz. Zum Nageln besitzt der Laiehammer, der mit Schlag- und Griffteil aus einem Stück gearbeitet ist, einen flachen Kopf an einem Ende. Da die Schiefersteine einander so überdecken, dass die Spitzen frei liegen, entsteht ein dekoratives Schuppenmuster. Zur Abdichtung an den Hausecken werden breitere Platten genommen, die über den Ständer hinausragen. Auf der anderen Seite kann man den Schiefer bündig dagegen setzen. Nach innen überlappen sie den Rand des gemusterten Feldes. Um den von der Schieferfläche abrinnenden Schlagregen abzuweisen, hat man zierliche gezackte Leisten angebracht. Durch die Wandbekleidung sind die Hausecken fugendicht abgeschlossen, ebenso die Fensterleibungen. Die gesamte Schieferfläche besitzt durch die Regenleisten, welche die Baustruktur hervorheben, und die gegliederten Felder ein Bild, das der Schmuckwirkung des Fachwerks nicht nachsteht. Mit den aufwendigen, kunstvollen Arbeiten sind 5 Personen beschäftigt, die Hand in Hand wirken. Bis auf einige kleinere Partien zwischen den mittleren Fenstern ist der Belag auf der Fassade, die zugleich Eingangsseite ist, fast fertig. Einer der beiden Laiendecker, die auf dem Gerüst arbeiten, ist dabei, einen weiteren Wandabschnitt zu verschiefern. Die Überdeckung der nächsten Reihe wird mit Zollstock, Hammer und Latte angezeichnet. Früher benutzte man hierzu eine mit Kreidepulver eingeriebene Kreidschnur, mit der man durch Abschnorren einen Schnurschlag auf die Platten legte.
Hier wird der Strich mit der Hammerspitze eingeritzt. Die senkrechte Begrenzung ist mit dem Zimmermannsbleistift gekennzeichnet. Sie ergibt das Maß für die Randplatten. Um diese auf dem Gerüst an Ort und Stelle zurichten zu können, ist die Haubrücke in die Bretterverschalung eingeschlagen. Der Überstand muss entfernt werden, damit die an die Fensterleibung anschließenden Decksteine nicht zu dick auftragen. Die Leindecker führen ihre Nägel in einem am Gürtel befestigten Täschchen mit. Früher waren die Schiefernägel handgeschmiedet. Heute sind es verzinkte, industriell gefertigte, die man vom Spezialhandel bezieht. Von ihrer Qualität hängt weitgehend die Haltbarkeit der Schieferbedeckung ab. Die Dachdeckernägel müssen so befestigt sein, dass kein Regenwasser durch die Löcher eindringen kann und dass die Platten nicht im Wind klappern. Abweichend vom ersten Feld, das mit Kreuzsteinen ausgelegt ist, wird hier ein Muster mit gerundeten Schablonen eingedeckt. Die überaus reichhaltige Formenvielfalt bei Hausverschieferungen kennt außerdem besondere figürliche Bilder, geometrische Muster oder Embleme. Durch die Variation ergibt sich die Möglichkeit, die beschieferten Flächen dekorativ aufzulockern. Beim Bickenbacher Haus bleibt das Bruchsteinmauerwerk im Stallteil, der zwischen Wohnung und Scheune liegt, unverschiefert. Hier soll eine Rosette gestaltet werden. Die vorgesehene Fläche ist bereits am unteren Rand beigedeckt. Die strahlenförmigen Segmente bestehen aus langen, spitzwinkligen Platten, die im Kreis angeordnet sind, wobei sie sich mit einer Kante überlappen. Sie werden je nach Größe des auszufüllenden Abschnitts abgemessen und an Ort und Stelle behauen. Dies geschieht wiederum auf dem bügelartigen Steg des Haueisens. Breitere Partien müssen wegen der Gefahr des Bruchs in mehreren Stufen bearbeitet werden. Der letzte Stein überdeckt beidseitig die anschließenden Platten. Auf ähnliche Weise gestaltete man häufig das Abbild eines Adlers, von Täubchen oder das Handwerkerzeichen der Dachdecker. Auf die Mitte der Rosette wird der aus mehreren Kreisrunden an den Rändern ausgebrochenen Plättchen gebildete Knauf genagelt, der sich reliefartig von der Wandfläche abhebt. Rechts und links sind die Buchstaben J und B, die Initialen des ursprünglichen Erbauers, zu erkennen. Um auch oben den regensicheren Abschluss zu gewinnen, werden die Plattenreihen bis zum Rand der Rosette gelegt. Die Kette, die von der Hüfte herabhängt, dient als Gehänge für den Dachdeckerhammer. Beim Anlegen besonderer Ornamente ist viel handwerkliches Können erforderlich. Die Muster werden in der Regel von den Kunden bestellt. Die ausführende Gestaltung bleibt dem erfahrenen Laiendecker überlassen. Mit der schmuckvollen Verschieferung der Straßenfassade drückt sich hier das Bestreben des Bauherrn aus, seinen Wohlstand mitzuteilen.
Das Beschiefern der Wetterseiten gehört zu den letzten Außenarbeiten beim Wiederaufbau des Bickenbacher Hauses im Museum. Das Anwesen zählt wegen der besonderen Grundrissgliederung zu den überlieferten Bauformen, die auf dem Hunsrück weit verbreitet waren. Bei diesem Haustyp sind Mensch, Vieh und Vorräte unter einem einzigen, langgestreckten Dach untergebracht. Wenn das Haus im Innern fertig ausgestattet sein wird, soll es auch Einblick in frühere Lebensformen ermöglichen. Zugleich stellt der Hof aus Bickenbach ein Zeugnis für die handwerkliche Kunst der Laiendecker dar, die im Freilichtmuseum Sobernheim mit einem eindrucksvollen Beispiel bewahrt bleibt.